Herr Präsident, meine lieben Kollegen, es ist in der Tat so, dass die Diskussion über den EFI-Bericht ein Hochfest in dem Jahr der Forschungspolitiker ist. Herr Rösbl hat darauf hingewiesen, dass dabei hier durchaus viele große und wichtige Bereiche mit einem herzlichen Lob bedacht werden. Er hat aber darauf hingewiesen, der interessantere Teil der Diskussion ist, wo haben die noch Anregungen, Kritik, Bedenken, Hoffnungen, Meinungen, Beschwerden, Vorwürfe oder ähnliche grundsätzliche Fragen? Das heißt, wir sprechen jetzt nicht mehr über alle die glanzvollen Erfolge, gell? Wir sprechen nicht über die gewaltige Steigerung des Forschungshaushalts. Seit 2006 sind es über 65% und die Wirtschaft hat mitgezogen. Wir sprechen nicht darüber, dass sich das in der Wirtschaft hier durchgesetzt hat. Denn die Wirtschaft war dabei und sie war in den Weltmärkten erfolgreich. Und 12%, wahrscheinlich inzwischen etwas mehr, von den Weltmärkten über technikintensive Produkte, das liefert unsere Wirtschaft. Das heißt, die Strategie ist richtig. Wir sprechen nicht darüber, dass die Grundlagenforschung stetig und solide finanziert wird, absehbar, berechenbar und damit die Freiheit hat, was zu gestalten aus der eigenen Kreativität. Wir sprechen nicht über die Grundgesetzänderung und die Chancen, die daraus entstanden sind. Wir sprechen nicht darüber, dass wir bei nahezu 3% sind. Na, vielleicht sprechen wir da doch drüber. Aber es waren hier zwei, drei Punkte, die immer wieder angesprochen worden sind. Also ich finde die Frage schon sehr interessant. Warum sind die Forschungsaufwendungen der mittelständischen Unternehmen nicht gestiegen mit den wachsenden Umsätzen der mittelständischen Unternehmen? Die waren mal hier bei 2,7%. Sie sind jetzt runter auf 1,6% im Schnitt. EFI ist bis jetzt noch ratlos, gell? Wenn kluge Leute ratlos sind, soll man nicht entscheiden. Das soll man erst mal denken, bevor man tut, was man soll. Denn man sollte wissen, was man tut, bevor man beginnt. Und insofern stehen wir voller Neugier gegenüber dem nächsten EFI-Bericht, in der EFI uns versprochen hat, und das sind ja die Experten, die sich in Freiheit ihre Themen wählen, dass sie sagt, was sind die Gründe und dann vielleicht auch, was sind die Abhilfen. Da mag man jetzt differenzieren nach unterschiedlichen Zeiten. Da mag man differenzieren, gelegentlich forschen 20.000. Regelmäßig forschen über 30.000. Aber wenn wir schauen, dass unser größtes Programm, das ZIM, mit über 500 Millionen von 1,4 Milliarden mittelständischer Förderung, allenfalls 4.000 bis 5.000 Unternehmen erreicht, bezogen auf die 30.000, sie sind noch keine qualifizierte Mehrheit. Gell? Und was wir haben wollen, ist die Breite. Da freue ich mich sehr über die leidenschaftliche Unterstützung der Grünen und auch der SPD, wenn ich mich hier an die letzte Diskussion erinnere, wo Frau Wicklein über die steuerliche Forschungsförderung hier im Plenum gesprochen hat. Da freue ich mich über die leidenschaftliche Unterstützung von einem Instrument, das sie alle erreicht, das in die Breite geht, das unbürokratisch ist. Ich weiß schon, dass wir es in dieser Periode nicht hinkriegen, gell? Aber in der zweiten Hälfte der Periode arbeiten alle Parteien an ihren Wahlprogrammen, gell? Da kommen die Erleuchtungen. Ich habe zwar eine Vorstellung, wie in der nächsten Periode die Koalition bzw. die Regierung aussehen will, aber vielleicht kriegen wir Koalitionen, auf die wir uns noch nicht eingestellt haben. Und wenn Sie alle jetzt die steuerliche Forschungsförderung majestätisch in Ihre Programme schreiben, dann kriegen wir eine Voraussetzung, in der sich die Wirklichkeit ändert und in der wir in die Breite gehen mit einem fröhlichen Unternehmungsgeist, den die Wirtschaft aufnimmt, denn was anderes können es nicht. Die Programme, die wir haben, sind prima, sie sind gezielt, sind in Technik oft, sie sind ordentlich. Aber manche Mittelständler sind halt besser in der Frage der Eroberung der Märkte, in den Innovationen, als in der Stellung von Anträgen. Und auch diese Menschen brauchen wir, denn sie machen die Weltmärkte. Die Hälfte der Hidden Champions auf dem Weltmarkt sind Mittelständler.
Und was dann daraus, da gibt es den Einwand, den ich wohl kenne, das kostet zu viel, gell? Also Freunde, EFI sagt 3,5% in 2020. Sogar Kaufmann sagt als voranstrebender Forschungspolitiker 3,5%. Die Fratscher-Kommission sagt 3,5%. Gabriel, der immer mit besonderer Dynamik in neue Zukünfte aufbricht, mit besonderer Dynamik, hat gesagt, wir sollten hier über 4,5% in 2025 haben, was jetzt Korea schon hat. Freunde, lassen Sie uns hohe Ziele setzen. Als wir angefangen hatten, die Forschungshaushalte zu steigern, sagten uns die klugen Leute, da wird es ein mehr Staatsfinanzierung geben, weil die Wirtschaft nicht mitzieht. Die ist mitgezogen. Die Großen sind hier ständig gesteigert auf von 3 über 4 auf 4,5% von ihrem Umsätzen. Wenn wir da einsteigen und vorgeben, dann kriegen wir es auch hin, wobei ich Frau Wanka hier uneingeschränkt einverstanden bin. Das gelingt nur, wenn es eingebettet ist in eine solide Gesamtstrategie, eine der Stärken dieser vorzüglichen Koalition, die wir alle bewundern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und wenn uns jetzt noch, wir hatten einen CDU-Parteitag, vielleicht einige von Ihnen wissen, wenn Wolfgang Schäuble sagt, es ist wichtig, dass Deutschland in der Forschung an der Spitze liegt. Freunde, wir folgen unserem Finanzminister mit der Begeisterung und dem Vertrauen darüber, dass wir es gemeinsam mit Ihnen eine gute Zukunft schaffen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist jetzt hier angekündigt worden, dass wir in die Weihnachtspause gehen, gell? Das ist die Zeit zum Denken. Manchmal ist es wichtig zu denken, ich habe bescheiden darauf hingewiesen. So wünsche ich ein gedankenreiches Weihnachtsfest, dass wir dann aufbrechen in ein neues Jahr mit dem Entschluss zum Handeln. Dieses großartige Parlament in seiner Vielfalt, mit seinen führenden Ideen, mit seiner Prägekraft für Wissenschaft und Wirtschaft und vor allem mit seiner Begeisterung für das Neue, dass wir hier mitzuschaffen helfen, das wird das sein, was Deutschland in eine gute Zukunft führt. Also, Herr Kollege Riesenhuber, mindestens die beschwörend guten Worte zum Weihnachtsfest dürfen als per Akklamation angenommen gelten. Und nun hat die Kollegin Saskia Esken für die SPD-Fraktion das Wort.